Blutjuck, da war schon mal drauf reagiert. Der Waschbär. Anatomie und Biologie, alternative Fakten fürs Referat. Großartig. Bin ich auch ein Fan von. Schauen wir mal rein. Der Waschbär. Der Waschbär ist nicht nur der größte Vertreter der Kleinbären oder der kleinste Vertreter der Großbären, sondern vermutlich auch der mittlerste Vertreter der Mittelbären. Der deutsche Name Waschbär lässt sich schlichtweg Genau darauf mein Humor. zurückführen, dass das possierliche Tierchen oft beim Waschen zu beobachten ist. Artverwandt und ebenso mit namensgebenden präferierten Freizeitbeschäftigungen sind der Paschbär, der Naschbär und der Haschbär. Ein weiterer naher Verwandter des gepflegten Waschbären ist, ganz im Gegensatz zum Stinktier, die Hyäne. Ein unfassbar hässliches, dafür aber umso reinlicheres Tier. Das weibliche Tier wird bei den Waschbären als Waschbärbel, das männliche Tier als Waschbernhard bezeichnet. Gott, die Waschbären Witze sind sind dämmerungs- und so nachtaktive schlecht, aber ich Tiere liebe und es. verbringen den Tag schlafend. Bevorzugt in Waschbärken, in Waschküchen. Aber selbst des Nächtens kann man Waschbären eher hören als sehen. Geht ein Waschbär über Waschbeton, hört man einen Waschbärton. Waschbären stellen Alle ihren Wortwitze, die einem Waschbärenhunger einfallen, vornehmlich durch aufgesagt. flüssige Nahrung, meist durch Blütennektar oder Proteinshakes. Aber Vorsicht! Übermäßiger Genuss von Proteinshakes in Kombination mit unverhältnismäßiger körperlicher Betätigung lässt beim Waschbär den Waschbärbauch zum Boah. Waschbrettbauch mutieren. Der Waschbär wird Mugibär. zur Waschmaschine. Und zum Schluss gilt: Aluhüte auf, es folgen echte alternative Fakten. Im Englischen wird der Waschbär Raccoon genannt. Durch geschicktes Verdrehen dieser Buchstaben wird daraus Corona. Oh. Hinzu kommen Die sehr Waschbären haben auffällige es erfunden. Details. Waschbären tragen stets eine Maske und waschen sich Nee, ständig Leute. die Hände. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich weiß es Keine nicht. Fake News hier. Keine Corona-Leugnung. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert und lasst gerne einen Daumen nach Unbedingt. oben da. Darf ich nach oben Glocke aktivieren, kommentieren. Auch bei mir und bei Klotube. Schaut dort mal vorbei. Lustige Videos bei ihm oder bei ihr. Der Goldhamster. Der Goldhamster ist neben dem Fasan und dem Laubfrosch eines der beliebtesten Haustiere in Deutschland. Aufgrund seiner Beliebtheit dient er nicht zuletzt vielen Fußballvereinen, wie zum Beispiel Hamster Rostock, sogar als Wappentier. Der Goldhamster und sein kleiner Bruder, der Zwerghamster, stammen beide ursprünglich vom Zweckhamster. Goldhamster ab. Das größte Zuchtzentrum für privat und gewerblich genutzte Goldhamster liegt in Hamsterdam. Von dort aus werden die Hamster weltweit jeden Ich mag diese Art von Samstagabend per Wortwitzen. Luftfracht mit der Lufthamster versendet. Auch wenn Hamster preiswert im Handel zu bekommen sind, führen übermäßige Hamsterkäufe eher zu einer Hamsterplage als zu einem guten Stimmt, gerade Gesamtergebnis. jetzt während Corona waren Hamsterkäufe echt schlimm. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit den Hamstern hin soll. Das ist echt, diese ganzen Hamster. Fressen sorgt bei Hamstern für Euphorie. Mampft der Hamster, tanzt er. Ist der Hamster nicht hungrig, kann er Fressbares in seinen Backen hamstern. Die Hamsterbacke ist extrem dehnbar. Hamsterbacke. So dicke Hamster könnt Da ihr fehlen ihnen gar nichts mehr ein. übrigens einfach durch Training mit einem Hamsterrad wieder abspecken. Hamster sind für Menschen genauso harmlos wie Zigaretten. Solange, bis man sie in den Mund nimmt und anzündet. Oh Gott. Aber Achtung! Die Haltung Nein. von Goldhamstern mag für den Menschen harmlos sein, birgt aber Risiken für das Tier. Quietscht der Anti-Stress-Ball, könnte es genauso gut auch der Hamster gewesen sein. Oh je. Es sollte einen ebenso Nein. nachdenklich machen, wenn der Der Hamburger Hamster. flauschig schmeckt oder der Staubsauger während des Betriebes plötzlich macht. Als Goldhamsterhalter versteht es sich darüber hinaus von selbst, dass Beulen im Teppich nicht durch Darauftreten Oh. beseitigt werden sollten.
Nee. Viele Menschen verwechseln Goldhamster mit Meerschweinchen. Die Unterscheidung ist aber denkbar einfach. Meerschweinchen sind Meerschweinchen. Oh Gott. Diese Wortwitze. Der Schwan. Schwäne sind schwantastische Schwimmvögel. Charakteristisch für den Schwan ist sein schwanenförmiger Schwanenhals. Während der Brunftzeit verlängert der stolze Schwan diesen, um der Schwänin zu imponieren. Der verlängerte Hals hat dabei aber keine wahnsinnig wichtige Funktion, sondern dient nur als Schwanzverlängerung. Sehr lang. Direkt vor der Paarung bilden Schwan und Schwänin mit ihren Hälsen die Form eines Herzens. Oh. Dieses für den Menschen romantische Bild führte zur Legende, dass der Schwan die Kinder bringt. War es nicht der Storch? Zur Paarung selbst kann man nicht viel erzählen, aber Schwan drüber. Die schwangere Schwänin legt in der Regel 3 bis 5 Eier auf einen Neuschwanstein. Oh Gott. Nach einer Brutzeit von 20 Tagen schlüpfen aus diesen Eiern hässliche Entlein. Männliche Schwäne können auch als Schwandreas, Schwäninnen als Schwangela bezeichnet werden. Halt, stopp! Obwohl Schwäne äußerst anmutig anzusehen sind, sind sie doch sehr wehrhafte Tiere. Kommt ihnen etwas schwanisch vor oder schwant ihnen etwas Böses, gehen sie oft unmittelbar zur Attacke über. Fight! Trotzdem ist kein Schwan so hart wie das Leben. Mir schwant dieses Witz, dieses Video hat viel zu viele Flachwitze. Sieht ein Schwan, einen sterbenden Schwan in Schwansee, wird er zum Trauerschwan. Tschaikowski. Gesundheit. Die größten Schwanpopulationen gibt es aktuell in Schwanien und Schwan Marino. Was für ein Schwansinn. Verboten flache Witze. Ja, Abo da lassen, Glocke aktivieren, damit nach oben. Gedacht. Kommentare schreiben und so.